Servus, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasis Frontier. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge einiges gebaut, einiges ausgebaut. Ja, was ich eigentlich noch schaffen will oder möchte, ist eigentlich wohl bemerkt, dass wir hier die Häuser, die großen Häuser mal so in die. Wir haben keine Luxusartikel mehr, ne? Ist ja doll. Sehe ich ja jetzt erst. Ja, wir haben auch kein Holz mehr. Stimmt, wir wollten ja gucken, dass wir wieder ein bisschen an Holz rankommen. Fassbinder brauchen wir nicht. Kerzenwerkstatt, das haben wir ja alles. Möbelwerkstatt, was brauchen die eigentlich? Holzbretter. Dann schmeißen wir da gleich mal zwei mit rein. Dass wir eventuell mal. Wir machen das Ding einfach voll. Ja. Weil wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Und Eisen. Und alles andere. Es ist der Wahnsinn, ey. Okay, warum ist denn unser Lager da schon wieder voll? Das ist doch schon wieder ein Traum schlechthin. Kriegen wir hier ein Lager hin? Jo. Würden wir sogar hinbekommen. Das ist gut. So, ein Lager da mal noch. Eieiei. Ja, das Holz, das ist echt der Wahnsinn, ey. Was uns an Holz fehlt, das ist der pure Wahnsinn. Wir haben schon wieder keiner. Was uns mal schon wieder fehlt, ist schon wieder Arbeitsplätze. So, ja. Gut, dann hacken wir da mal rein. Oh Gott. Das ist aber auch der Wahnsinn, ey. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir. Nahrungstechnisch sieht gut aus. Okay, wir haben das nächste Jahr, das ist schon mal perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Und das dringendst. Dringendst. Okay, hier wird auf jeden Fall schon mal ein großes Haus gebaut. Das ist ja mal ein Traum. Hier haben wir nur 35 von 5. Ach du Scheiße. Dorfbewohner haben weniger Arbeiter. Früher Arbeiter. Arbeiter? Wir haben zu weniger Arbeiter. Ach du Scheiße. Jo, das ist natürlich jetzt mega toll. Problem ist einfach nur, dass wir häusertechnisch echt mittlerweile echt auf dem Kernholz leben. Kriegen wir noch irgendwie Häuser dazwischen? Weil dieses. Oh Gott, das sieht echt gut aus hier. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Händler. Ah, was bietet der denn so an? Bitte biete Holz an oder sowas. Ach, der bietet Seife an. Dein Inventar. Aber wir können auf jeden Fall wieder was verkaufen. Der hat nicht so viel Gold, finde ich gut. Ach, Seife. Wer will denn Seife haben? Räucherfleisch, Felle. Der hat auf jeden Fall Fellmäntel. Bauhandwerker geraten mit dem Unterhalt den Rückstand. Oha. Jetzt wird's aber interessant. Ach Gott, haben wir schon wieder Gebäude angefüllt. Hammer. Na komm, lass mal meine Bude da in Ruhe. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott, die laufen wir einfach hier durch. Ach, komm mal. Okay, wir haben einen Händler zum Beispiel. Ja, den die lassen wir gerade hier mal. Der hat auch nur wieder Mehl zum Kaufen. Das ist doch schon wieder alles. Trotz. Okay, Händler 1 ist schon wieder weg. Wieso kann ich die jetzt nicht verkaufen? Oh Gott, was wurde denn jetzt? Irgendwie schon wieder kaputt gemacht, ey. Wir haben auf jeden Fall ein Haus verloren. Das ist schon wieder doll. So, was sind jetzt hier? Händler 1? Hat doch, kann ich doch verkaufen, wohl noch nicht. So, was haben wir denn? Steine.
Ach so, ja, aber Steine will ich nicht verkaufen. Auf jeden Fall nicht. Also Steine zum Verkaufen wäre wohl, glaube ich, wieder der größte Blödsinn. Schwere Werkzeuge, bla, Eisen. Raum. Kaufen und transportieren, auf jeden Fall safe. 200 Gold, what the fuck. Okay, hier können wir Kohle, können wir wieder verkaufen. Oh, hier können wir Kerzen auf jeden Fall auch verkaufen. Holzbretter eher weniger. Werkzeuge, Waffen, Steine, schwere Werkzeuge. Ja, das ist halt alles noch so schön. Toll. Kerzen, Bier. Jo, Bier habe ich ja so gut wie gar nicht. Ey. Golderz. Ja, das Problem ist einfach nur, dass wir kein Golderz haben. Ey. Steine hat er aber. Der hat auch gefühlt nichts, was man verkaufen kann. Ey. Nichts, was wir so wirklich verkaufen können. Es ist zum Beheulen. So, was fehlt mir denn hier schon wieder? Hier. So, hier wurde mir erstmal komplett meine Bude eingerannt. Hier auch. Aber Kollegen, ihr habt doch hier einen Sammelpunkt. Warum habt ihr die denn jetzt nicht aufgehalten? Schweine. Ach, mei, oh mei, oh mei. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Arbeiter sind immer noch nicht genug da. Jetzt sind die ganzen Händler schon wieder weg. Das ist ja schon wieder ein Traum. Ach Gott, Mensch, ins Kind, ey. Das ist doch schon wieder ein Traum. Das ist doch schon wieder ein Traum. Ein Traum ist das vom Feinsten. Okay, auch keine Häuser hier gerade hin, ne? Also wir haben zwar alles ziemlich fein hier, aber es ist natürlich sehr belastend. Das Problem ist einfach, hier müssten wir komplett runtergehen. Und hier Häuser, ja, püh. Jetzt haben wir keine Holzbretter mehr. Aber das ist schon wieder ein Traum, ey. Holzbretter sind leer. Ich sag ja, das ist der Wahnsinn. Ja, die Sägegrube ausbauen, das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Brennholz, ja, macht wenig Sinn. Bogenfritze, da können wir vielleicht nochmal einen reinschmeißen. Hier können wir vielleicht nochmal einen reinschmeißen. Ja. Ja, das ist halt wieder sehr, sehr toll. Sammler haben wir auch nicht. So. Höhere Arbeiter zum Boom, das ist sehr gut. Das ist halt. Ja, eine Schmiede ist halt jetzt so. Ziegel brauchen wir, das ist ganz klar. Ja, Holz ist halt wieder so Sägegrube. Finde ich wieder extremst toll. Brennholz geht uns bald eine Weile aus. Also wir haben mittlerweile mehr Probleme als alles andere. Wir haben mittlerweile mehr Probleme als alles andere. Ja, super. Das könnten wir ausbauen, die Sägegrube. Es macht nur keinen Sinn, wenn wir weder Holz haben noch irgendwas anderes. Das ist mega dumm. Das macht keinen Sinn.
Solange wie wir die Bäume nicht fällen können, wäre das halt. Ich merke gerade, wir haben hier noch nichts gebaut, ey. Schon mal gut. Ja, super. Danke. So. Ein paar Äppel da machen. Eieiei, jo, jetzt fehlt einfach an allen, ey. Das ist jetzt mega schlecht. Wir haben weder Holz, wir haben weder Brennholz, noch haben wir irgendwelches Holz momentan. Oh, du Scheibenleister. Problem ist halt, wir brauchen Brennholz. Wir brauchen Holz, ja, wenn wir jetzt wenigstens was gekauft hätten, wäre es ein Traum gewesen, aber. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Brennholz mehr, wir haben kein Holz mehr, wir haben keine Bretter mehr. Alles, wofür wir was brauchen, ist leer. Alles leer. Brennholz leer. Ich sagte, wenn wir eine große Menge an Holz kaufen könnten, es wäre ein Traum. Macht ihr euch mal bitte hier raus. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was arbeiten. Wir haben 20 Arbeiter nur. Oh shit, ey, das ist echt zu wenig, ey. So, wir schmeißen die auch mal alle raus. Mein Friedhof ist auch bald voll. Das ist ein Traum. Ich hoffe, es kommt jetzt ein Händler, wo wir hoffentlich mal Holz kaufen können. Weil ihr seht es ja, wir haben akkurat kein Brennholz mehr. Null. Wir haben kein Brennholz mehr. Wir haben allgemein null Holz mehr. Wenn wir nicht bald Holz kaufen, allgemein Holz kaufen, dann sieht es schlecht aus. Weil das ist das Problem gerade. Wir können auch leider die Bäume hier nicht fällen, ne? Der Wahnsinn. Problem ist, sobald wir Bäume fällen, haben wir gleich direkt wieder ein Problem. Weil hier ist das Tor wieder offen. Jo, Brennholz ist einfach komplett alles leer. Ja. Wenn da jetzt nicht ein Händler dabei ist, der ansatzweise Holz verkauft, sind wir echt am Arsch. Ja. Und er verkauft kein Holz. Wir kriegen momentan null Holz. Jo, Honig haben wir so viel. Ey. What the fuck? So viel Honig, ey. Was haben wir denn hier? Talg? Wieso haben wir denn überhaupt kein Talg mehr? Schmur sind auch am Arsch. Felle geht noch, aber. Ja. Tja. Ja, dadurch, dass der Wetter nichts verkauft, kaufen wir mal das. So, hast du bitte Holz? Er hat auch kein Holz, ey. Getreide kann der kaufen, ja, super. Oh, Sand haben wir auch bald nicht mehr. Felle, Fellmantel. Was ist eigentlich euer Ödes? Mehl können wir kaufen, gut, Nahrung haben wir genug. Ja, wir brauchen Holz. Mit zierliche Wurzeln, Getreide, gut, Getreide bauen wir eigentlich gut. Passt selber an. Okay, wir haben noch einen dritten Händler, bitte lass den wenigstens Holz haben. Alter, warum hat denn hier keiner Holz? Mich verarschen. Konserven. Auch so wenig. Kleinkleidung. Ja, alles. Much, ey. Kerzen haben wir genug. Werkzeug haben wir nicht. Eisen. Glaswaren. Käse. Ja, gut, Käse ist Quatsch.
Wir hätten sogar Rüstung lieber verkaufen können. Und die können wir sogar richtig gut verkaufen. Ja, das ist jetzt das Problem, ey. Das ist echt ein Problem. Und das mal kaufen und transportieren. So, da kommen sie mit ihrer... Okay, so will ich doch gar nicht. Ich kann die Rüstung verkaufen. Okay, wir haben auf jeden Fall 5000, aber es macht trotzdem... Es macht... Ich kriege auf jeden Fall genug... Bier. Warum haben wir eigentlich null Bier, ey? So, Getreide haben wir jetzt, aber erstmal genug. Dings haben wir genug. Problem ist, wir haben immer noch kein Holz. Es ist kein Händler mit Holz da. Wir kriegen kein Holz zusammen. Das ist der Wahnsinn. Okay, das können wir wenigstens schon mal verbessern. Das wenigstens schon mal hochpushen. So, wie sieht es denn allgemein aus? Arbeitertechnisch haben wir 36. Schön und gut, aber... Pff, ist ja ein Traum. Wahnsinn. So, die Kneipe ist auf jeden Fall... Die hat keine Unterhaltung. Ja gut, das ist ja erstmal... Dekorationen. Fahnenmast. Können wir die auch irgendwie... Können wir gar nicht, ne? Das ist mal richtiger Schmarrn. Jo, der braucht Holz. Das ist doch schon wieder ein Traum, ey. Eieieiei. Große Statue. Das ist halt auch... Das braucht Eisen, ey. Och, Leute. Eine unbefestigte Straße. Geländer einebnen. Ich muss mal einfach mal hier so ein bisschen mal was runtersetzen. Wir haben einfach hier so ein fettes Problem. Ne? Wir haben einfach hier einfach ein fettes Problem. Einfach mal die Ebene so ein bisschen runtersetzen. Wäre vielleicht mal ein Traum. Ja. Aber wir haben immer noch kein Holz. Wir haben einfach kein Holz. So, jetzt geht's schon wieder in die Winterzeit. Es geht schon wieder in die Winterzeit, ja. Das haben wir jetzt schon gemacht. Ach du Scheiße. Die Dinger sind aber mittlerweile auch echt übel. So, das ist zumindest schon mal ausgebaut. Da können wir wieder ein bisschen was lagern. Hoffentlich. Die sind mittlerweile... Also die Nahrungstechnik ist hier echt alles da. Wow. Kein Holz. Kein Holz. Was ist eigentlich Dienste, Soldatenausbildung, Unterhaltung? Ja gut, das war eigentlich genug. Also das Ding ist halt, wir haben zwar keine Soldaten mehr jetzt drin, da. Und wir haben immer noch wieder kein Eisen, ey. Das Haus wurde noch nicht mal repariert. Das ist ein Traum, ey. Also ich weiß nicht, was die gerade momentan machen, meine Arbeiter, ne? Das ist... Alter. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Gut, die müssen ziemlich lange laufen. Ja, das ist korrekt, aber...
Also wir haben ja schon die Stadt, ne? Das ist ja nicht das Problem. Da wird ein großes Haus gebaut. Dann haben wir mittlerweile 17 von 25. Aber jetzt fällt es uns wieder an. Der Wahnsinn, ey. Die Bergarbeiter haben wir gar nicht mehr. Ein Bauer fehlt uns. Baumpfleger. Baumpfleger, ey. Okay, irgendwas ist hier gerade echt nicht korrekt, ey. Dass uns einfach das Holz so krass fehlt, ey. Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir wieder das Problem. Na gut. Wir haben zwar Kerzen, ne, aber... Das so viel ausmacht am Ende. Ja, hier fehlt halt... Wäre mal schön, wenn hier irgendwelche Fässer ankommen würden. Ne? Ja, Fässer würde ich auch wieder gerne machen, ne? Aber da haben wir wieder... Da haben wir wieder das Problem. So, Brennholz ist knapp. Ja, das ist mir bekannt. Das Ding ist halt, wenn wir das nächste Mal angegriffen werden, haben wir das nächste Problem. Wir haben keine Soldaten mehr. Also, weil wir mehr Arbeiter momentan... Weil wir haben zwar Arbeiter, aber wir haben zu wenige. Und versammeln von Ressourcen, ja. Mindestens 48 Arbeiter. 48? Ach du Scheiße. Wo können wir denn da noch welche abziehen? An den Wachen. Ja, so wäre es, aber dann hätten wir nur noch 9. Ach du Hey. Das wird natürlich jetzt ein Traum aller Träume. So, warte mal, wir wollen da mal ein paar Häuser nochmal hin, Alter. Ja, auch gar nichts mehr, ey. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Also, es wäre schön, wenn ein Händler jetzt ankommen würde. Ich habe so das Gefühl, als müssten wir das Ganze nochmal neu anfangen. Aber nochmal neu anfangen, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir sind eigentlich relativ gut dabei, ey. Das Problem ist einfach nur, wenn wir jetzt die ganzen Wachen abgezogen haben, haben wir jetzt ein richtig fettes Problem, ey. Weil hier ist nämlich gar keiner mehr drin. Wir brauchen unbedingt... Ach du Scheiße. Also wir brauchen ja zumindest... Okay, wir haben auf jeden Fall einen Händler. Bitte das Holz da sein. Oh Gott. Eisenerz. Oh Mann, ey, Räucherfleisch, Werkzeuge, Waffen, mehrere Werkzeuge, alles. Schön und gut, aber, ja. Können ja wieder Kohle verkaufen. Was anderes macht es gerade nicht besser. Also wir können Werkzeuge kaufen, ja. Wir können schwere Werkzeuge kaufen. Wenn gut, wir könnten Eisenerz kaufen, das wäre vielleicht mal... kaufen und transportieren. Ist vielleicht mal gar nicht so bad. So, hier können wir noch ein bisschen Kohle. Wir können hier wenigstens noch mal gleich ein bisschen was machen. Und jetzt können wir vielleicht noch gut verkaufen. Händler 2 ist da, das ist immer ein Traum. Okay, Kühe. Oh, der verkauft Holz. Das ist ein Traum. Jo, da kaufen wir aber auch richtig fett Holz jetzt, ey. Wir kaufen all sein Holz auf. Ja. Wir kaufen all sein Holz auf. Praktisch. So. Wir haben auf jeden Fall Holz jetzt wieder. Das ist schon mal gut. So, was hat denn Händler 3 so?
Plattenrüstung, Fässer. Fässer wären vielleicht auch nicht. Kettenhemd, ja gut. Eisen. Eisen vielleicht ein bisschen kaufen. Ja. Kaufen wir ein bisschen Eisen. Und dann ist gut. Das ist die Frage, was können wir noch verkaufen? Wir müssen noch was verkaufen. Verkaufen. 9 Menschen. Ohne mal auf. Wir können auch Kerzen verkaufen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir die jetzt so schnell noch wegkriegen. Bier brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir jetzt hier noch so? Verkaufen. Wir müssen halt sehen, dass wir das Gold jetzt wieder reinkriegen. So, wo haben wir es? Seife, Seife. Ach Gott, jetzt geht er gerade weg. Nein! Fleisch auf Fleisch, Fleisch, nee. Gut, Leim. Okay, hier ist noch ein Händler angekommen. Das ist perfekt. Ach Gott, komm schon. Okay, Steine will ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Na. Steine sind schon mal. Okay, wir kaufen und transportieren. Wir kaufen mal den Talg auf jeden Fall auf. Ja, Honig können wir verkaufen. Honig vielleicht gar nicht so schlecht. Verkaufen wir. So, ja gut. So, dann schieben wir mal das ganze Gold. Confirm. So, dann haben wir nämlich 3000 Gold. Easy. Das ist natürlich jetzt ein Traum, ey. So, aber jetzt können wir auch. Was ist hier? Bauer haben wir zu wenige. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder genug. Wir können auf jeden Fall. So. Können die Türme auf jeden Fall wieder besetzen. So, jetzt ist nur die Frage, können wir hier irgendwas ausbauen? Fassbinder haben wir zu wenige. Ja, man merkt, dass wir das Holz einfach jetzt. Ja. Wird einfach weggefressen, ey. Das Haus im Holz wird einfach weggefressen jetzt, oder? Das ist ja Wahnsinn. Wenn wir es jetzt noch schaffen, hier so ein paar Gebäude, das wäre ein Traum. So, bauen wir noch ein paar Fahnenmessen, dass wir hier oben ein bisschen. Gut, Nahrungsmittel sind klar, aber. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal wieder zumindest für den nächsten Winter erstmal Ruhe. Wie gesagt, Säge könnten wir ausbauen, könnten wir machen, aber. Das ist ja eher so eine Sache. Warum sind hier eigentlich keine Boys drin? So, Rüstungsschmied, ja. Also Eisenhammer, ich weiß gar nicht. Ja, hoffentlich, dass wir jetzt Eisen irgendwie. Dass das Eisen irgendwie jetzt kommt. Das wäre ein Traum. So, die haben ja gar kein Wasser hier unten. Ressourcen. Wasser. Bauen wir doch ein. Easy. Wir haben auf jeden Fall genug Platz erstmal zum Wohnen. Das ist erstmal ganz gut. Zum Wohnen haben wir genug Platz jetzt. Ja. Habe ich denn da gesehen? Wieso? Halt, stopp. Warum geht das nicht? Warum kann ich. Okay, durch. Durch Gebäude blockieren? Ach, weil das. Ach so, lol. So, was. Oh, warte mal, ich wollte jetzt gerade was. So, hell. Was ist das? Heckenzaumtor. Heckenzaumtor.
Ach, das ist null. Kann das sein, dass das ein Zaun? Heckenzaun? Ach, das ist, denke ich mal hier, dass man das verbessern kann, dann, ne? Den Zaun. Ja. Ich denke mal, da kann man den Zaun verbessern. Ja, ja. Gut, fehlt uns irgendwas diesen... Nee, Steine haben wir jetzt. Das haben wir. Easy going. So, wie viele Arbeiter haben wir? 48. Ja, super. Wir haben schon wieder zu weniger Arbeiter. Jetzt brauchen wir mittlerweile 51. Ja, wir haben ja schon wieder ein Raubtier hier. Wo kommen die denn schon wieder her? Okay, Effizienz ist schon wieder mehr Banane als recht, aber gut. Okay. Wir warten jetzt noch kurz den Winter ab, gucken nochmal, ob wir vielleicht irgendwas kaufen können. Es wäre ein Traum. Ich sag, Säge würde ich ungern ausbauen. Können wir hier nicht irgendwas anderes noch ausbauen? Bogenbauer. Warum zeigt er mir nicht an, dass ich das ausbauen kann? Dann bauen wir das doch mal aus. Ein Bogenbauer? Und hier fehlt ein Schuster, das ist ja mal ein Traum. Fälle haben wir bald auch nicht mehr. Also irgendwo müssen wir sogar mal anfangen. Fässer, Fässer sind genug da. Weberei. Da können wir vielleicht auch nochmal zwei reinstopfen. In der Töpferei, ja gut. Ich habe das Gefühl, als hätten wir schon alles ausgebaut, was man ausbauen kann. Ein Glasmacher. Können wir vielleicht auch nochmal zwei rein. Okay, wir haben keinen Sand. Ich sehe. Stimmt, wir haben ja gar keinen Sand mehr. Okay, war doch irgendwo, habe ich doch Sand gesehen. Da. Ressourcen. Au, au, au. Da. Zack. Komm schon. Da ist auch noch Sand. Ach, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich krieg das jetzt hier nirgendwo hin. Das ist nicht gut. Ach komm schon. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Das ist natürlich jetzt ein richtiger Scherz, ey. Eieiei. Müssen wir das jetzt mal richtig fett runterprügeln, ey. So. Die müssen das... Die müssen hier ein bisschen was machen, ey. So, wir gucken, wie gesagt, wir gucken jetzt mal, ob ein Händler noch kommt. Weil wir brauchen auf jeden Fall dann gleich wieder Holz. Mal wieder. So, wie sieht's denn hier aus? 21 haben wir mittlerweile. Das ist sogar ein Traum. Die Luxuswaren sind immer noch relativ. Wie sieht's denn hier aus? 37. Achtung, hey. Ist aber immer noch nicht wirklich viel. Also die Fahnenmesse machen nicht wirklich viel. Das ist natürlich... Ja, wir gucken gleich, wir gucken gleich, wir gucken gleich. Ja, das ist natürlich... Oh, zwei, können wir sogar drei hin, wunderbar. Ein Traum! So, warte mal, hier ist Krankenhaus, Händler. So, was haben wir hier? Möbel, können wir nicht verkaufen, ist Blödsinn. So, was hat der? Bier. Glasware, Backwaren. Was können wir verkaufen? Nichts. Eisen. Ne, Eisen verkaufen wir nicht. Eisen verkaufen wir nicht. Okay, wir können auf jeden Fall ein paar Bretter verkaufen. Das schon mal, dann geht das schon mal weg. Bier verkaufen wir nicht. Wollen Arsch. Kerzen verkaufen wir. Na, der mit. Der hat kein Gold mehr. Was hat denn der zum Kaufen? Gut, Eisen haben wir mittlerweile genug. Werkzeuge. Werkzeuge wären aber gar nicht so schlecht, ne?
paar Werkzeuge kaufen, ey. Kaufen und transportieren, dann können wir zumindest die restlichen Kerzen verkaufen. Gold haben wir noch auf der hohen Kante, das ist nicht das Problem. Aber Werkzeuge sind praktisch, ey. Werkzeug auf jeden Fall. So, aber es hat, wir haben immer noch keinen, leider, der Holz hat. Gut, das war, glaube ich, der falsche. So, wir müssen natürlich sehen, da, wir brauchen 11 Menschen. Klar. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Uff. Können wir hier noch ein Haus hinbauen? Ach komm schon. Ich habe das Gefühl, der hat... Ne, ist ein Jagdhaus. Lol. Ja, okay. Okay. Wir haben 55 Arbeiter. Sammler. Machen wir mal noch einen. Ja, es wird wieder knapp mit dem Holz. Wird wieder knapp mit dem Holz. Okay, Händler sind alle weg. Okay, gut. Ja, gut. Okay, die große Statue wollen wir auf jeden Fall dahin. Wie viel kostet die? 1800 Gold? Ach du Scheiße. Uff. Das ist mega. Okay, ja gut. So, gut. Dann haben wir ja erstmal alles. Seitdorfung von Schläger. In der Schlägerei verwirklicht. Ja, es macht Freude. Kann das sein? Ist hier schon wieder irgendwas kaputt? Nee. Gut, liebe Freunde. Dann haben wir es ja erstmal wieder soweit. Ja, große Wohnhäuser haben wir so bald. Es wird langsam. Wir müssen mal gucken. Wohnhäuser mit Luxusgütern. Ja, die Luxusgüter fehlen uns echt. Also sonst ist die Zufriedenheit 86%, das ist okay. Wie gesagt, das will ich, Goldbahn, die kriegt man noch zusammen. Auf jeden Fall 4 große Wohnhäuser kriegen wir auch noch zusammen, würde ich sagen. Also das sehe ich jetzt mal nicht das Problem. Ja. Dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt fleißig in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen, Kommentare zu lesen. Ich sehe, ach du Scheiße. Wir haben hier richtig... Wir haben hier echt nur ein Feld. So ein komisches Tor. Ach du Herrje. Und wir brauchen bald wieder einen Friedhof. Gut. Lasst gerne ein Abo da. Vergesst dabei, die Glocke nicht zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Und ich hoffe, jo, wir haben auf jeden Fall genug Brennholz gerade. Das könnte eventuell ganz praktisch werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Macht es gut. Haut rein. Tschüss.